Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin. Bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und versuche mein Chaos unter anderem mit der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video lade ich dich dazu ein, mir Gesellschaft zu leisten, während ich 5 Tage je 15 Minuten die Zonenreinigung bei mir in der Küche vollziehe. Ich sage euch, da kommt einiges wieder zusammen. Und natürlich möchte ich auch damit demonstrieren, was man so mit nur 15 Minuten am Tag am Ende der Woche dann letztendlich geschafft hat. Also ich zeige euch auch wieder, wie viel da zusammengekommen ist und aussortiert wurde und was ich natürlich auch alles bewältigen konnte in dieser Zeit. Sollte dich das Thema interessieren, bleib gerne dran. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefällt. Wenn du neu bist, gerne ein Abo. Ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes zeige ich dir wie immer die Ausgangssituation. An heutigen Tag 1 möchte ich mich diesen Hochschränken widmen. Die sind ziemlich durcheinander, die sind unstrukturiert und wir haben halt so viel Plastikgeschirr von den Kindern, die haben wir da auch irgendwo immer dazwischen, die haben keinen richtigen Platz, die wandern von einem Schrank zum anderen und das möchte ich heute auf jeden Fall beheben. Dazu habe ich mir noch einen neuen Regalboden besorgt, den ich in den Schrank einsetze, wo ich dann nochmal das Plastikgeschirr von den Kindern halt separat aufbewahren kann. Und ich beginne natürlich damit, 15 Minuten den Wecker zu stellen und versuche mich dann in dieser Zeit so schnell wie möglich Fach für Fach bzw. Schrank für Schrank vorzuarbeiten. Ich räume dazu einmal die gesamten Schränke aus, also Schrank für Schrank natürlich, so wie es halt immer vorgegeben ist. Sprühe alles mit dem Frosch-Allzweckreiniger ein, weil man sieht auch hier schön wieder, dass selbst in geschlossenen Schränken doch Fettflecken oder Schmutz auftreten kann. Und werde somit alles einmal schön säubern und dann die Sachen wieder neu in den Schrank organisieren. Auf dem neuen Schrankboden platziere ich jetzt das ganze leichte Plastikgeschirr. Wir haben nämlich keine tragende Wand, das heißt, wir können nicht die Schränke allzu schwer beladen. Aus diesem Grund kommt da auch wirklich nur Plastikgeschirr rein. Und ich kümmere mich um den nächsten Schrank. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass es irgendwie sinnvoller wäre, die Sachen ein bisschen umzuorganisieren. Aus dem einfachen Grund, Kaffeetassen brauchen wir seltener als jetzt die kleinen Kuchenteller. Aus diesem Grund habe ich jetzt die Sachen, die wir halt häufiger am Tag benutzen, nach unten gepackt, so dass sie halt griffbereit sind und man nicht immer dahinter greifen muss. Und die Kaffeetassen und Sachen, die wir halt seltener benötigen, halt nach oben. Beim letzten Schrank verändere ich nicht viel, ich reinige den einfach nur kurz durch und packe dann halt die Teller zurück. Ich habe die ganze Aktion im Übrigen auch noch gestartet, bevor ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, einfach damit ich weniger Geschirr in den Schränken habe und räume ganz zum Schluss dann die Spülmaschine aus und kann dann halt die sauberen Schränke befüllen. Die 15 Minuten sind um, die Schränke sind sauber und ordentlich, sehen auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich weiß, es geht immer besser, aber ich bin trotzdem zufrieden. An Tag 2 mache ich dann auf der gegenüberliegenden Seite weiter und zwar ist der Plan der, dass ich halt die ganzen Schubladen bzw. auch die Schränke ausräume, auswische und natürlich auch mich wieder versuche von Sachen zu entledigen, die ich nicht benötige. Mit jedem Mal wird es mehr und wahrscheinlich ist immer noch vieles drin, was noch weg kann, aber jedes Mal kann ich mich zumindest von 1, 2, 3 Teilen trennen und irgendwann summiert sich das dann doch schon auf eine große Menge. Das ist hier so eine richtig schöne Vorzeige-Chaos-Schublade. Da ist auch so alles Mögliche reingestopft. Ich versuche natürlich wieder alles ein bisschen luftiger zu gestalten. Auch der Backofen, der ist zum Glück nicht allzu schlimm dreckig, aber es sind halt auch wieder Krümel drin. Auch den möchte ich noch auswischen. Und wir werden sehen, wie weit ich mit meinen 15 Minuten für heute komme. Der Alarm ist gestellt, das heißt, es kann losgehen. Ich beginne damit, dass ich erstmal die Fronten von diesem Schrank einmal schön abwische und auch natürlich die Innenseite von dem Schrank abwische.
Im Anschluss kümmere ich mich natürlich wie immer um die Regalböden. Also das heißt, ich hole wieder alles raus, ich sauge die Regale aus, ich wische sie aus, versuche mich von der einen oder anderen Sache wieder zu trennen und räume dann die Sachen im Anschluss zurück. Im Moment teste ich im Übrigen den Invictus X9 von Genius. Das ist ein Akkusauger mit ganz vielen Aufsätzen und Zubehör. Also ich bin noch voll im Testprozess, von daher will ich noch nicht viel vorwegnehmen. In Kürze folgt nämlich noch ein Homeblessing-Video, wo ich dann die ganzen Funktionen des Akkusaugers versuche auszutesten und dann halt auch wirklich im Anschluss mein Fazit dazu abgebe. Sollte jemand ungeduldig sein, kann er sich natürlich schon auf der Genius-Seite mal umschauen. Ich verlinke euch die Seite in der Infobox, hab auch einen Rabattcode, auch den findet ihr in der Infobox. Aber wie gesagt, alles, was zum Thema Akkusauger ist, das folgt dann nochmal separat. Ich versuche natürlich beim Zurückräumen wieder eine logische Anordnung für mich zu finden, so dass es halt wieder so ein bisschen ordentlicher bleibt und alles irgendwie einen Sinn hat und auch seinen Platz hat. Und so habe ich mich dazu entschlossen, in diesem Regal halt die ganzen Glassachen reinzustellen und kümmere mich jetzt ums unterste Fach. Wie man sieht, die Fächer sind, obwohl die Schränke geschlossen sind, trotzdem dreckig. Ich sauge auf jeden Fall den Boden wieder aus und muss auch an der Stelle sagen, dass ich das richtig, richtig gut finde, dass der Aufsatz sogar von dem Akkusauger ein Lämpchen hat, so dass man auch wirklich im dunklen Schrank die hintersten Ecken beleuchten kann und halt wirklich auch sieht, wo man was saugt, beziehungsweise was man da eigentlich wegsaugt. Im Anschluss räume ich natürlich wieder alles zurück an seinen Platz. Ich habe mich da wieder von ein, zwei Sachen getrennt. Es hätten auch wieder ein paar Sachen mehr sein können. Aber jedes Mal kommt etwas weg und das wird auf jeden Fall auf lange Sicht sich trotzdem verbessern. Das ist die Ausbeute. Alles, was ich jetzt sozusagen entsorgen kann. Die Schüssel hatte zum Beispiel schon einen Sprung. Da war auch so ein Dampfgaraufsatz drin, den habe ich seit 10 Jahren und ich habe den noch nie benutzt. Also jetzt habe ich mich wirklich schlussendlich getrennt und es tut mir auch nicht weh. An Tag 3 geht es dann weiter in der Chaos-Schublade. Und dort räume ich halt auch wieder erstmal alles aus. Ihr seht, da liegen zum Beispiel auch Gebrauchsanweisungen vom Ofen und so eine Sachen. Die habe ich jetzt auch alle weggeschmissen, weil Gebrauchsanweisungen in der heutigen Zeit braucht man sowas eigentlich gar nicht, weil zur Not kann man immer googeln. Man findet die Gebrauchsanweisungen alle im Internet. Also wozu sich sowas aufbewahren? Ich habe sie auf jeden Fall jetzt endlich weggehauen und bin auch ganz glücklich darüber. Jetzt wische ich die Schublade aus und organisiere die Sachen wieder zurück. Und schwupps sieht die Schublade auch schon wieder wesentlich besser aus als vorher und ich mache mich dann an den Ofen ran. Zum Glück ist der nicht wirklich schlimm verdreckt oder eingebrannt oder so. Ich habe jetzt die Krümel rausgesaugt. Ich wische den jetzt noch einmal einfach durch. Mehr benötigt er jetzt im Augenblick nicht. Und ich wische natürlich auch die Scheiben vom Ofen einmal mit meinem Glasputztuch ab. Das kennt ihr, ist auch verlinkt in der Infobox, wie alles andere, was ich so verwende. Und damit ist dann eigentlich auch die Aktion durch und ich kann mich noch schnell den anderen Sachen widmen, die halt noch auf mich in den anderen Schubladen warten. Ja, diese Schublade ist mir wirklich äußerst unangenehm zu zeigen. Schaut euch an, wie die da unten drunter aussieht. Also ich sauge sie aus und mache jetzt einfach aus Zeitgründen erstmal schon mal den Allzweckreiniger drauf, so dass der gut einwirken kann, weil es sind wirklich schmierige Fettgeschichten da drinne. Kümmere mich so lange um die obere Schublade, die ist auf jeden Fall ein bisschen sauberer. Sprühe die auch ein. Während die einwirkt, kann ich den unteren schon mal wieder auswischen und versuche einfach so meine Zeit irgendwie effizient einzuteilen. Ich hatte im Übrigen ganz lange Zeit Probleme mit den Topfdeckeln. Ich habe mir jetzt hier so einen Behälter von Action gekauft, ich glaube für 2 € oder so. Und tatsächlich funktioniert das Prinzip ganz gut. Da sind jetzt die ganzen Deckel drin. Ich weiß, schön ist anders, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und man hat jetzt die Deckel irgendwie beieinander und nicht mehr kreuz und quer auf den Töpfen drauf und so weiter. Also es hat auf jeden Fall für ein bisschen mehr Ordnung beigetragen. Nun ist die Zeit auch schon fast um, wie ihr seht. Es sind noch 27 Sekunden über. Ich gehe jetzt nochmal die Fronten entlang und wische die ab.
und zeige euch, was ich in dieser Zonenreinigung wieder habe aussortieren können. Da ist wieder ein bisschen was zusammengekommen und zwar alte Topfdeckel, die noch nicht mal mehr einen Griff haben, warum auch immer ich die aufbewahrt habe, keine Ahnung. Dann habe ich natürlich noch die Gebrauchsanweisungen, auch die wandern jetzt alle schön in den Müll. Also hier und da wieder ein bisschen Kleinkram zusammengesammelt, aber es läppert sich, wie man auch ganz deutlich sehen kann. Das ist jetzt das Fazit vom Tag. Also das habe ich alles geschafft. Ich habe geschafft, die Topfschublade zu bereinigen. Ich habe geschafft, die Schublade von den Pfannen nochmal ordentlich zu reinigen und natürlich auch den Backofen bzw. vor allem die Chaos-Schublade unterm Backofen. Also es ist alles auf jeden Fall wesentlich besser als vorher. Nicht perfekt, aber viel, viel besser. Jetzt vor Tag 4 hat es mir am meisten gegraut und zwar musste ich mich der Besteckschublade widmen und ich wusste schon, wie viel Arbeit da auf mich warten wird. Ich habe wieder versucht, Fach für Fach erstmal die Sachen rauszuholen, habe dann erstmal die Fächer einzeln ausgewischt und dann schon mal aussortiert, welche Gabeln, Messer, Löffel nicht zu dem Rest passen. Also wir hatten da irgendwie ein paar Einzelgänger. Die habe ich jetzt entsorgt oder aussortiert und packe die Sachen einfach Stück für Stück wieder zurück. Habe ich mir da auf der linken Seite damit beholfen, alte Tupperdosen zu nehmen und dort halt nochmal so extra Fächer sozusagen zu schaffen, wo ich nochmal so gewisse Sachen beieinander lassen kann. Unter anderem sind das zum Beispiel so Obstmesser bzw. auch das Besteck für die Kinder. Auch die habe ich halt separat in diesen Behältern aufbewahrt. Die Behälter werde ich jetzt noch einmal schön durchwaschen und abtrocknen und räume dann halt wieder die entsprechenden Teile zurück. Ich packe direkt schon die Sachen zur Seite, die ich mit Sicherheit loswerden möchte und versuche einfach so gut wie möglich die Zeit zu nutzen, um die Sachen auszumisten. Die 15 Minuten sind um. Ich räume jetzt noch die restlichen Sachen zurück in die Schublade, weiß aber auch schon, dass ein paar Teile, die jetzt in dieser Schublade gelandet sind, morgen nochmal woanders verräumt werden. Das ist also das Ergebnis für den heutigen Tag und das, was ich in der Hand halte, kommt weg. An Tag 5 geht es jetzt mit dieser kramigen Schublade weiter. Die ist irgendwie immer chaotisch, weil da auch immer so sämtlicher Krimskrams landet. Und ich versuche halt auch hier wieder die Sachen wegzuräumen und auch so ein bisschen neu zu organisieren. Ich habe hier zum Beispiel so alte Batterien, die ich aufgehoben hatte, die ich mal beim DM entsorgen wollte. Außerdem noch Geburtstagskerzen, Essstäbchen. Eigentlich querbeet so alles Mögliche und ich versuche auch jetzt wieder natürlich mich von ein paar Sachen zu trennen, um diese Schublade wieder ein bisschen ruhiger zu gestalten. Hätte ich fast schon wieder die Essstäbchen zurückgepackt und dann bin ich doch noch zur Vernunft gekommen und habe sie entsorgt, weil auch diese Essstäbchen liegen schon seit Jahren bestimmt da und wurden nicht verwendet. Das heißt, sie werden vermutlich auch die nächsten Jahre nicht verwendet werden. Aus diesem Grund habe ich sie weggeschmissen. Manches legt man wirklich zurück, einfach weil man so dran gewöhnt ist, betriebsblind ist. Weiß ich nicht, woran es liegt, aber ich habe auf jeden Fall mich versucht wieder von mehr Sachen zu trennen und ich muss mich immer noch von Sachen trennen, das ist mir bewusst. Auf jeden Fall konnte ich jetzt auch ein paar Sachen wie diese Messbecher zum Beispiel für die ganzen Fiebersäfte etc. aus der Besteckschublade auch da oben in diese Krimskrams-Schublade packen, genauso auch wie die Steakmesser, auch die konnte ich jetzt nochmal nach oben packen, weil die halt nicht immer griffbereit sein müssen.
Und da ich noch ein paar Minuten über habe und hochmotiviert bin, kümmere ich mich jetzt auch noch mal um diesen Schrank. Den kennt ihr schon, ich habe den schon mal mit euch zusammen organisiert. Wie ihr seht, es hat im Großen und Ganzen auch ganz gut geklappt mit der Ordnung. Ich sage im Großen und Ganzen, weil gleich kommt doch noch mal eine Schublade, die vielleicht nicht so schön optimal geblieben ist. Aber auf jeden Fall konnte die Ordnung besser gehalten werden als in den Zeiten vor der Neuorganisation. Ja, diese Flasche mit dem kleinen Schluck Restfrittieröl hebe ich noch auf. Unter normalen Umständen wäre die wahrscheinlich in den Müll gelandet. Aber Moment, ihr wisst ja, was es für ein Theater gibt um das Öl. Und von daher behalte ich das noch. Jeder Tropfen ist jetzt wichtig. Und kümmere mich auf jeden Fall im nächsten Zug direkt noch um die Schublade darunter. Die Gewürze habe ich heute mal nicht abgewischt. Ich habe mich wirklich jetzt nur aufs Wesentliche konzentriert, einmal die Schubladen rauszuräumen, auszusaugen, auszuwischen und wieder zurückzuräumen. Bei der nächsten Zonenreinigung werde ich definitiv nochmal, wenn ich an diese Stelle rangehe, mich wieder den Gewürzen auch ein bisschen mehr zuwenden. Hier sehen wir jetzt die Schublade, die halt nicht so optimal aussieht. Das liegt daran, dass mein Mann nach dem Einkaufen die Behälter nicht aufgefüllt hat, sondern einfach die Sachen in die Schublade gelegt hat. Nun gut, es sei ihm verziehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall ganz fix die Sachen umgefüllt und räume jetzt halt auch nochmal den Schrank aus, um einfach da drinnen ordentlich mal aussaugen zu können, weil da ist halt Mehl, Zucker und alles Mögliche. Man merkt halt, also da war halt wirklich was drin in den Schubladen, das habe ich alles komplett ausgesaugt, wische den halt auch nochmal schön aus und packe dann jetzt nochmal die Vorratsgläser oder befülle die Vorratsgläser nochmal und packe sie dann zurück. Die letzten drei Fächer sind wirklich schnell gemacht, da sind nur so Nudeln und so in Körben. Ich kann also die Körbe vorziehen, einfach schnell drunter wischen und die Sachen zurückräumen. Und in der Summe ist einiges wieder in dieser Woche zusammengekommen. Ich habe eine so eine große Tragetasche voll mit Zeug bekommen, die das Haus wieder verlassen können. Und wenn man sich vor Augen hält, dass das halt regelmäßig der Fall ist, dass man jeden Monat schafft, etwas aus der Wohnung hinaus zu befördern, dann kann man natürlich auch auf Dauer recht gut entrümpeln. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe, wie gesagt, 5 Tage je 15 Minuten investiert, also keine große Sache. Und es hat sich deutlich was getan. Alle Schränke sind jetzt einmal ausgewischt und wieder neu bestückt worden. Es hat auf jeden Fall sich gelohnt. Und da sieht man wirklich, was man so mit 15 Minuten am Tag schaffen kann. Und wenn es mal nicht 15 Minuten sind, auch nur 10 Minuten oder 5 Minuten, man schafft wirklich mehr, als man erwartet. Und am Ende der Woche schafft man auf jeden Fall richtig, richtig viel. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir auf jeden Fall ein Däumchen da. Ansonsten bedanke ich mich und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.